Also ich glaube, dass die Deutschen eine sehr, sehr große Arbeit gemacht haben gestern. Ich glaube, dass kein Land es besser gemacht hätte können. Und jetzt weiß ich, dass ja dutzende Kritiken kommen, es genügt nicht und es ist noch überhaupt nichts entschieden. Doch, es ist etwas entschieden. Wir sind auf der Schiene der UNO und wir müssen auf der UNO-Schiene bleiben. Wir dürfen nicht wieder auf bilaterale oder nationale Lösungen kommen, das geht nicht. Und da glaube ich, dass wir jetzt schauen müssen, dass ein UNO-Mandat herkommt, wo zuerst die Kompetenz von dem UNO-Vertreter in Libyen verstärkt wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn einmal dieser Waffenstillstand eingetreten ist und es kommt zu einer, ja, einer wirklichen Ruhe, dann glaube ich, muss die UNO entscheiden, ob sie eine Friedensmission einsetzt. Und wenn eine Friedensmission eingesetzt wird, bin ich überzeugt, dass die Europäische Union oder Länder der Europäischen Union nicht in eine andere Richtung schauen werden. Aber wir sind nicht da. Wir müssen jetzt schauen. Könnte denn der Beitrag der Europäer da auch sein? Ja, also ich glaube, dass der Beitrag der Europäer jetzt gewaltig war. Ohne diese Initiative, die eine deutsche war, aber die von Europa gepusht wurde, wären wir nicht auf dieser UNO-Schiene, wie ich gesagt habe. Und jetzt ist natürlich es nicht mehr an Russland und der Türkei Lied zu haben. Der Lied liegt ganz offensichtlich jetzt bei der UNO. Und die UNO muss natürlich jetzt im Sicherheitsrat es auch fertigbringen, da ja, konkret zu handeln. Ich glaube, das ist sehr zu begrüßen und man kann der deutschen Regierung gratulieren zu diesem Durchbruch. Es ist die erste positive Nachricht, also ein Land, wo es in letzter Zeit wenige positive Nachrichten gab. Jetzt geht es darum, einen politischen, die Rahmenbedingungen für einen politischen Prozess sicherzustellen im Land. Noch sind wir nicht so weit. Jetzt geht es einmal darum, das Waffenembargo und den Waffenstillstand zu sichern, die entsprechenden Rahmenbedingungen auch sicherzustellen, die Bandbreite erreicht von Luftraumüberwachung über Seeüberwachung. Falls die Diskussion einer Mission kommt, wird man das sich sehr gut überlegen müssen, auch in Österreich. Immerhin gibt es ja doch einen klaren Link auch zur Migrationsfrage, die für uns sehr wesentlich ist. Wie gesagt, wir stehen hier noch ganz am Anfang der Debatte. Jetzt haben wir mal den Waffenstillstand. Es bedarf einer sozusagen weniger jetzt, was einzelne Mitgliedstaaten machen können, sondern was wir gemeinsam im Rahmen der EU und im Rahmen der UNO hier auf den Weg bringen können, um einen nachhaltigen politischen Prozess zu ermöglichen. Gestern war ein guter Tag. Ich denke, wir haben gute neue Impulse gesetzt. Beide Seiten haben schon vereinbart, 5 Vertreter zu benennen für die militärischen Gespräche. Und ich denke, diesen Schwung sollten wir jetzt nutzen, um eine Lösung voranzubringen. Ich möchte den Deutschen für ihre Initiative danken. Welche Politik wird die EU in Libyen verfolgen? Ja, darüber werden wir jetzt reden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber eine Waffenruhe, die muss ja irgendwie auch überwacht werden. Man kann nicht nur sagen, Waffenruhe und dann vergisst man alles, dann Kontrolle des Waffenembargos, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und die Minister müssen dann entscheiden, wie die gestrigen Vereinbarungen umgesetzt werden. Ja, Truppen entsenden, alle wollen nur wissen, ob wir Truppen entsenden. Darüber werden wir uns unterhalten und wir werden Sie dann später informieren. Wir haben gestern auf der Libyen-Konferenz in Berlin unsere Ziele erreicht. Das wichtigste Ziel ist dafür zu sorgen, dass diejenigen, die die Bürgerkriegsparteien unterstützt haben, mit Soldaten, Söldnern, mit Waffen, diese Unterstützung einstellen werden. Und auf die Art und Weise die Bürgerkriegsparteien gezwungen werden, an den Verhandlungstisch zu kommen. Deshalb haben gestern beide Seiten in Berlin das sogenannte 5+5-Format personalisiert. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Hassan Salameh, wird bereits in dieser Woche zu einem ersten Treffen einladen. Dort soll es darum gehen, aus der Waffenruhe einen Waffenstillstand zu machen. Und wir werden uns hier damit beschäftigen, die Europäische Union in diesem Prozess
mit zu integrieren. Das Thema Waffenembargo wird im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgerufen werden. Wir haben uns gestern entschieden, bereits Anfang Februar eine Folgekonferenz der gestrigen Berlin-Konferenz in Berlin durchzuführen auf der Ebene der Außenminister. Und insofern ist das gestern erst der Startschuss gewesen dafür, dass aus dem Bürgerkrieg in Libyen über eine Waffenruhe und dann einen Waffenstillstand, um den es jetzt geht, das ist das nächste große Thema, dann ein politischer Prozess und damit auch dauerhafter Frieden in Libyen zu realisieren sein wird.